Für mich spricht für ein gemeinsames Europa, dass sich die Länder in Krisensituationen gegenseitig helfen. Ein gemeinsames Europa ist für mich das Verständnis füreinander. Für ein gemeinsames Europa spricht internationaler Zusammenhalt. Meiner Meinung nach würde ein gemeinsames Europa den Zusammenhalt der Länder unglaublich stützen und stärken. Europa hat viele gute Seiten. Europa ist ein Friedensprojekt. Es wurde aufgebaut auf Grundlage der Erfahrungen aus den zwei Weltkriegen. Welche Bedeutung aber hat der Frieden für uns Europäer? Es ist Samstag, der 23. März. Wir, die Gruppe Projekt Frieden, haben uns hier in Lüneburg zu einem gemeinsamen Kurzworkcamp zusammengetroffen. In solchen Kurzworkcamps beschäftigen wir uns mit Gräbern von Kriegstoten und ihrer Geschichte. Hier auf dem Friedhof liegen deutsche Soldaten der beiden Weltkriege, Bombenopfer und viele Opfer der NS-Gewaltherrschaft aus ganz Europa, zum Beispiel Opfer der Euthanasie. Viele Tote hatten ein ganz normales Leben und sind dann getötet worden. Viele Tote waren genauso alt wie ich jetzt. Es ist so ruhig und so friedlich hier. Man kann es kaum fassen. Über 10.000 solcher Friedhöfe gibt es allein in Deutschland. Mehr als 100.000 in ganz Europa und weltweit noch mehr. Wir treffen uns regelmäßig, pflegen die Gräber dieser Menschen und halten damit die Erinnerung an sie wach. Mir ist diese Arbeit sehr wichtig, weil ich damit ein Zeichen setzen kann für ein friedliches Zusammenleben. Viele Tote waren genauso alt wie ich jetzt. Ich stelle mir vor, dass ich selbst zum Opfer werde. Oder ob ich selbst in der Lage wäre, etwas so Grausames zu tun oder nur darüber zu schweigen. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, das gibt es doch heute auch. In den Nachrichten hört man von einem neuen Wettrüsten. Spuckdicke Töne. Nichts gelernt? In unserer Zeit, in der Welt von heute, antwortet die Politik auf Probleme wieder verstärkt mit Rüstung und Feindbildern. Menschen lassen sich auf Vorurteile ein und hetzen gegen Minderheiten. Das hatten wir doch alles schon einmal. Kriegsgräber sind sichtbare Zeichen dafür, was Menschen anderen Menschen antun können. Kriegsgräber sind Mahnmale für Toleranz und Menschenrechte. Kriegsgräber sind Mahnmale für Verständigung und Demokratie, für den Frieden und die Freiheit. Dafür lohnt es sich einzutreten. Frieden braucht Mut. Darum Europa.